Vorwärts, nimmer, rückwärts, immer. Niemand hat die Absicht, eine Modellbahn zu erbauen. Gute und Servus Modellbahnfans, ich bin der Schmidtko aus meinem Modelleisenbahnchaos. Ja, heute gibt es Modellbahnanlagen Neubauteil 15, glaube ich. Müsste Teil 15 sein. Wenn nicht, ist es Teil 16, aber das könnt ihr ja dann in der Videoüberschrift lesen. Was gibt es heute zu erzählen? Nicht viel. Ich habe weiter angefangen, meine Anlage zurückzubauen, habe ich im letzten Video ja erzählt. Ich gehe wieder viel mehr arbeiten, deswegen ist ein bisschen wenig Zeit für die Eisenbahn im Moment. Also alles hat Vor- und Nachteile. Ist natürlich schön, mehr arbeiten zu gehen, aber es bleibt halt, wie gesagt, an der Eisenbahn hängen. Im Urlaub war ich auch. Wo ich im Urlaub war, das Video verlinke ich euch hier oben, könnt ihr mal reinschauen. Und was habe ich gemacht? Ja, ich habe angefangen, da hinten mein Gleiswendel wieder auseinanderzunehmen, die Drittschalldämmung reinzulegen und die Stromeinspeisung dran zu machen. Ich habe endlich R2-Schienen bekommen von Märklin fürs C-Gleisen, habe dann hier unten im Schattenbahnhof schon mal besser auslegen können. Das hat ganz gut geklappt. Und das zeige ich euch jetzt, wird ein kurzes Filmchen. Ihr dürft aber dennoch, wenn ihr wollt, gerne meinen Kanal abonnieren. Liken, wenn es euch gefallen hat. Und auch die Glocke aktivieren, dass ihr meine Videos nicht mehr verpasst. So, und jetzt geht's los. So, jetzt zum Update. Ihr seht hier schon, ich habe den Bahnhof und die losen Bahnsteige, die liegen jetzt hier, weggeräumt. Ich räume jetzt hier Stück für Stück frei, weil hier muss ja auch die Trittschalldämmung drunter. Ich muss die Kontakte einbauen für die PC-Steuerung. Da muss ja hinten der Bahnsteig hin. Ich habe ja auch hier vorne so einen Unterbau, damit ich auf die C-Gleishöhe komme. Das muss natürlich hier auch passieren, bis da hinten rum. Damit das eine Ebene ist dann, wenn da die Stadt angedeutet wird. Ja, und hier im Wendel, deswegen auch Rückschritt ist Fortschritt, wie ich so schön immer sage. Ich habe hier oben die Platte rausgenommen. Die liegt hier, da ist auch schon Trittschalldämmung drauf. Hier unten auch. An der Stelle ist auch schon Strom, Einspeisung. Dann, ihr seht ja, es geht hier hinten rum. Ich habe das nochmal ein bisschen befestigt. Da seht ihr die Kabel liegen. Da ist auch schon Stromeinspeisung für die Gleise dran. Jetzt gibt es dann noch hier das letzte Stück, was hier quasi fehlt, was hier liegt, zu verkabeln und dann hier oben die Bahnhofeinfahrt zu machen. Und dann kann auch endlich die Deckplatte drauf. Dann ist das nämlich soweit fertig. Inwieweit es befahrbar ist, muss man dann halt mal schauen. Ja, hier Schattenbahnhof, ihr seht hier die Kurve. Ich habe die jetzt auch komplett auf R2. Ich habe endlich mal meine zwei Schachteln R2 bekommen. Ist scheinbar gerade Mangelware mit Gleisen, weil ihr alle so fleißig am Bauen seid. Ja, hier oben habe ich das nur schon mal zusammengefasst, dass es nicht ganz so lose da rumbaumelt. Und auch hier, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich versuche es mal hinzukriegen. Hier hinten ist auch R2, eine S-Kurve, aber in dem kleinen, in dem Bogen R2 geht dann hier vorne rum und kommt dann hier wieder raus. Ist jetzt komplett in R2 und wie man sieht, das ist der Stuhl, der so quietscht. Wie man sieht, passt es jetzt auch genau darunter. So habe ich mir das gedacht. So, Ende von Teil 16. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Tatsächlich war das jetzt schon Teil 16. Zeit verfliegt, ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, nächsten Freitag wird es wahrscheinlich kein Video von mir geben. Ich habe die komplette Woche Spätdienst und nachts um 11 hier Sägenbohren hämmern ist natürlich nicht so clever. Ansonsten schauen wir mal, was dann noch als nächstes kommt. Ich habe es ja kurz gezeigt im Video, ich muss ja hier hinten auch noch Schalldämmung drunter machen und so weiter. Also die Arbeit geht definitiv nicht aus.
das war es dann auch schon wieder mit Teil 16. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das kurze Update. Und ihr wisst jetzt, wie es bei mir ausschaut gerade. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder, immer Freitag 18 Uhr. Macht's gut, bleibt gesund, bleibt mir treu. Euer Schmidtko.